Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel. Hier ist wieder Navigator. Diesmal mit Bastard wieder Ladino Goldskin. Und wahrscheinlich meinem letzten Spiel vor Gott Level 9. Ja. Bastard gab es einige Änderungen. Ihr fehlt viel Verteidigung und so ein Zeugs. Wie allen Warriern. Aber ansonsten sieht von den Gott Leveln her schon mal besser für uns aus. Wenn ich das so ausdrücken darf. Was liegt bei Power, Favorite Items, gleiche Schuhe. Was anderes werde ich nicht brauchen. Lauf, lauf. Hier, wir haben die Invader-Seite mit dem Phoenix, mit dem roten. Auch wenn man da, glaube ich, hier gar keinen Unterschied sieht. Die Flaggen sind ein bisschen anders und der Phoenix sieht anders aus. Ich glaube, ansonsten ist es hier gleich alles. Okay, hier die Leute oben sind auch rot und blau. Wir sitzen im Schatten und sehen etwas komisch aus. Alle mit Voicepack. Natürlich gut ausgerüstet. Gegner den Bakasura. Sehr aggressiv mit reinjumpen. Shaw. Auch stark. Skill Smashing. Und Hades, den haben wir ja im letzten Spiel schon gesehen, dass der stark sein kann. Ich hoffe mal, dass wir das Beste draus machen, dass wir einfach mal ein bisschen größer sind mit dem Level. Und beweisen, dass wir unsere Götter spielen können. Mal schauen, ob irgendwer kommt. Ist so eine Sache, die halt bei Jojo manchmal passieren kann. Das ist einfach mal meins, du gehst zum Gegner hin und ja, klaust einfach oder haust einfach mal drauf. Gibt Götter, da rentiert sich das. Das ist genauso bei wie heißt Kuppet. Ja. Hab gerade gemerkt, dass mein Mikro verrutscht war. Ich hoffe, das hat man nicht allzu stark gehört, dass das Mikro woanders war. Ich vermute mal, man hat es gehört, aber kann ich jetzt leider nichts machen. Ist dann schon ein Unterschied, wie weit ich vom Gegner, wie weit man uns vom Mikrofon entfernt ist. Der soll sich zurückziehen, weil sonst ist das erste Opfer. Versucher fehlt, der holt wahrscheinlich noch ein paar Buffs. Das Rumgetanze hier. Mal schauen, vielleicht erwischen wir ihn. Nein, da ist er nicht. Also nicht direkt auf unserer Seite nach dem Bach. Gerade noch rechtzeitig zurück. Ah, doch geklaut. Oh, sehen wir das dann nicht auf der Map? So, hier Items und nein, 6 Sammel geht doch nicht. Überspringen. So schnell wie möglich zurück, um meinem Damage auszuleben. Was hat der Typ jetzt gemacht? Nur Stacks. Nur Buffs gefarmt? Ja, wahrscheinlich. Der ist schon Level 5. Also er stand jetzt nicht verschwenderisch in der Gegend rum. Und unser der ist der einzige ohne Skin? Ja, oder hat sie hat glaube ich auch den Skin da? Die gegnerische irgendwas. Shaja Dingens da. Shaja ist sie. Oh, wie schön verkackt war das. Ja. Ja. Oh.
Es sieht aber noch mehr. Oh fuck. Was machen. Was ist da gerade durch die Gegend? Ja. Der Schatten von Son Wukong, der zurückgekommen ist. Einer nach dem anderen, dass wir vielleicht ein bisschen zeitversetzt wieder da sind. Ja, Son Wukong hat gleich nochmal abgebrochen, weil er getroffen wurde von irgendwas. Wahrscheinlich so einem netten Bogenschützen. So geklaut, dann geht man hin und schaut, dass man die Anzeige kriegt, wann er geklaut wurde. Der ist auch weg. Aber nicht die Anzeige. Ich könnte jetzt schon wieder zurück und ein Item kaufen. Das gibt's doch nicht. Aber dürfte gleich auch ihr Roter wieder da sein. Wo mir nicht so niedrig, weil ich kein. Es ist gar kein Kill gefallen, okay. Ja. Früher war man, glaube ich, auch während man hingesprungen ist, immun gegen alles mögliche. Ich glaube, man ist. Also Crowd Control immun. Ich glaube, man ist jetzt nur noch immun gegen den Stun oder so. Oder dass man halt immer seinen Backflip einsetzen kann. Das finde ich ganz cool. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich kurz vorm. Bevor die Zeit abläuft, gefiert bin, ob ich dann Backflip machen kann. Hoffe ich mal, weil sonst haben sie Bastet zerstört. Die haben jetzt schon Zeus zerstört mit seinem Stun, der auch eigentlich immer recht effektiv war und ausschlaggebend für alles, was Zeus macht. Nein! Oh, bin ich jetzt First Blood und was haben meine Katzen gemacht? Gar nichts. Ja, ich. So. Er läuft lieber nach Hause. Hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt drauf gehe. Aber ich wollte halt reinspringen und dann kam der blöde Silence von Bakasura. Der durch Orly ordentlich sitzt. Ja. Also jetzt. Ja, was heißt ordentlich sitzt? Er hat halt stark gewirkt und ordentlich genervt. Ich habe meine Peitsche ins Nichts gehauen, weil sie gerade getanzt hat. Sollt mal aufpassen, nicht, dass er sich gleich wieder bedient, der Bakasura. So, und ich krieg meine ersten Stacks und sammle auch wieder mein Leben an. Ich hoffe, Shaw kommt so lange in der Mitte alleine aus. Das klingt so verängstigt, das ist ja schon fast peinlich. Ich hätte jetzt auch Mana gebrauchen können. Meine Ulti ist wieder da, aber noch nicht genügend Mana dafür. Den wird wahrscheinlich niemand mehr kriegen, vermute ich mal. Ja. Wenigstens habe ich die paar Stacks. Und auch auf Stacks von den Minions. Ich müsste ja eigentlich konsequent meine Stacks durchfarmen. Da ich halt die ganzen Stacks kriege, die ich brauche. Der Lifestyle ist dann doch erheblich in meinem Bild. Vor allem da meine, ja, Verteidigung 32, 36 ist jetzt nicht mehr viel oder ist eigentlich überhaupt nichts. Hm, war ich noch ge. Nein! Nein! Warum habe ich jetzt die Katzen gemacht? Ich bin so blöd. Ja,
Gut kombiniert sind ihre Ultis dann doch abartig. Stun, Silence. Stun, Cripple. Dann kommt halt niemand mit dem Jumpscream mehr weg. So, ich warte jetzt, bis ich den da Dingen habe. 8 Gold pro Sekunde ist ein ganzer Haufen. Durch die Wand springen. Mach eigentlich doch den größeren Schaden. Ja, der Typ stirbt. Nein! Warum? Komm, die Balliste ist weg. Bakasura ist irgendwo, der kommt doch gerade wieder. Ja, okay, du kannst wegfliegen. Du hast noch genügend Mana. Das war jetzt echt. Ja, und unter aller Sau ist jetzt blöd ausgedrückt, aber echt krattlig. Er hat einen Bleeding-Effekt von mir drauf gehabt und hatte nur Leben. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber richtig viel. Ha, wow, was hab ich da statt zurück ein Leerzeichen geschrieben oder was? Bin natürlich mit meinen Gottel 8 natürlich jetzt ein prima Vorbild. Sehr cute. Hinschauen hilft. Und sehr cute, das ist faule Ausrede. Solita wird Solita. Ich hab Solita. Ja, bin ich. So liegt das ja eigentlich nur ein bisschen Lifestyle extra. Was macht jetzt damit? Nein, falsch hier. Was da? Oder? Ja, nur Physical, das hilft ja ihr auch überhaupt nichts. Ja, Jaja, komm her, komm her, komm her. Dich hole ich mir noch. Und diesmal gescheit mit Ulti. Meine erste Ulti, deren Katzen nicht sofort sterben oder total nutzlos sind. Nein! Ja, doch nicht. Blöd, dass wenn ich reinspringen kann und alle Attacken machen kann jetzt irgendwie. Frag mich, ob sich das geändert hat oder nicht. So, nun komm, müsste eigentlich mal hinter der Ecke stehen, seine Ulti machen, dann den Typ reinlaufen lassen und dann plötzlich hinterher springen. Das wäre sicher große Verwirrung. Nein. Nicht wirklich. Nein. Wenigstens habe ich jetzt nicht meine Ulti eingesetzt. Das ist das Opfer, auf den sie alle gehen. Irgendwie stelle ich mich gerade blöd an. Aber 19 Stacks erst? Oder verliert man die wieder?
Ich komm nicht mal, das halten kannst du. Ich brauche mal einen Jump, dann hole ich mir den. Nein, nicht pushen. Nein, jetzt hast du sie verjagt. Jetzt hast du es verjagt. Wenigstens mal, ja, jetzt läuft sie dann normal. Vögel plus Dauerkill. Willst du mich verarschen, du doofes Ding? Weg, okay. Oh ja, angreifen, angreifen. So spät im Spiel rentiert sich das Angreifen jetzt mal richtig. Das ist auch weg. Die portet sich. Ich bin Bastet. Shosha portet sich. Ich könnte auch ein paar Stacks gebrauchen. Ja. Ich nehme übrigens immer noch auf. Also, mir macht es nichts aus, wenn ich mal während der Aufnahme angeschrieben werde. Aber wenn ich nicht antworte, nicht zu spammen, weil da bin ich höchstwahrscheinlich in der Aufnahme drin. Und vielleicht. Oh je, da hinten sind sie. Scheiße. Da ist Bagger. Boah. Ja, warten, bis ich tot bin und dann angreifen. Ja. Ja, halt mal. Wer lässt die andere sterben und wartet dann, um zu töten? Sache, die ich überhaupt nicht mag, wenn das Team sich zurückhält, bis man tot ist und dann voll draufhaut. Weil das ist dann einfach so. Team hält sich zurück, einer greift an, der wird sofort getötet. Da kann ich dann auch nichts machen, also nicht warten, die gehen halt auf einen. Und wenn sich drei zurückhalten, einer auf einen wird gegangen, der ist auch sofort tot. Also ich war jetzt wirklich nicht aggressiv. Ich bin mal kurz reingesprungen und da haben die anderen auch angegriffen. Dann komme ich halt wieder zurück. Und dann greifen sie plötzlich nicht mal an. Warum hier reinlaufen? Hier habe ich mich gerade versteckt, du Depp. Hör mal auf, irgendeinen Scheiß zu labern. Das mal war ein abartiger Killstil, ehrlich. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wenigstens hat Bakasura jetzt irgendwas rausgehauen. Irgendein Attack oder so. Also, gerade gesehen, er hält sich höflich zurück, um dann die Kills zu sichern, wie er sagt. Ja, jetzt. Komm noch mit einem blöden Kommentar. Weil ich das geschrieben habe, weil wir jetzt zwei Warriors sind. Macht man normalerweise nicht. Natürlich, man kann auch irgendwen nehmen, zufällig, um dann zu hoffen, dass es gut klappt, aber man nimmt normalerweise nicht zwei Warriors, war halt ein ADC im Team ist nützlich. Genauso wie ein Tank. Ja, er hat halt geschrieben, erst Lücken euch, wählt ihr erstmal, ich fülle die Lücken auf. Dann zwei. Ich habe halt Bastet genommen. Sie hat Georgia genommen. Und 2 Sekunden vor Ende nimmt er dann plötzlich Son Wukong. Es war dann, ja,
Wenn er sagt, Lücken auffüllt, dann sucht man eigentlich die eine Lücke und nicht eine Position, die schon besetzt ist. Wenn er schon von Lücken spricht. Und so wie er Son Wukong spielt, ist es dann schon eher Killstil. War eigentlich mit Son Wukong vielleicht Tiger nehmen und reinrennen. Habe ich ihn noch nicht gesehen. Vielleicht mal mit dem Bullen durch die Minions durch, glaube ich, hat er mal gemacht. Oder mit dem Vogel abhauen. Aber er steht einfach hinten und wartet, bis das Fressen klein gehackt wird. Okay, ist jetzt natürlich gemein, sowas zu sagen, aber so ganz falsch ist es jetzt nicht. Divine Pyramid. Was macht die genau? Die reduziert meinen Heilen oder sowas. Oder verhindert, glaube ich, dass ich geheilt werde. Wer hat denn das? Xiaoxiao wahrscheinlich, ja hier. Ja, 40%. Natürlich für 8 Sekunden. Kann ja auch nicht für eine kurze Zeit lang sein. Warum ich keine Skills einsetze, ich will mir erstmal ein bisschen Mana sparen. Und Stacks sind, ja. Brauch Stacks, will Mana sparen. Deswegen mit Autodecks. Ich fresse mich halt durch. Das braucht jetzt nicht mehr so viel Nachhilfe. Anfangs natürlich Skills um Georgia hier. Retreat. Okay. Ja. Sammelt Georgia eigentlich irgendwelche Stacks? Nein. Ja, auch die Wine Pyramid. Vielleicht hilft das ja sogar. Was? Oder ist einfach irgendwie nützlich? 55, noch 5 Stück. Komm her, komm her, komm her. Warum fliegen hier? Ah, gut, Blätter fliegen von dem Baum runter. Auch was, was mir jetzt zum ersten Mal irgendwie auffällt. Okay, jetzt habe ich wieder Skills eingesetzt, aber aus Gewohnheit. Was hat denn das da für eine tiefere Logik, wenn er sagt, links vorsichtig sein und dann rennt er jetzt alleine kopfüber rein? Ja, wieder nur. Zum Jagen wäre vielleicht sogar der Tiger besser gewesen. Außer wenn er halt so weit weg ist, dass er nicht hinterherkommt. Dann nützt Adler. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Speedunterschied zwischen Tiger und Adler ist, aber der Tiger ist schon recht schnell. Es ist ja auch so ganz langsam hier unten, der Bulle, dann Tiger schneller, Adler ganz schnell oder so. Oder halt rein sofort, rein zum Wald wegkommen, ist halt lange. Okay, ich kann nicht zurückspringen, solange ich gekrüppelt bin. Interessant. Das finde ich nervig. Wirkt wahrscheinlich bei einem Stun auch nicht. Ich hoffe mal, das Zelt nicht, also nicht gekrüppelt, sondern was war ich... Doch, ich glaube, ich war gekrippelt. Nee, gesilenced war ich. Ich hoffe, dass ein Cripple alleine nicht reicht. Ja, ich rede gerade viel vor mich hin. Stacks habe ich, oder? Ja, steht nicht die maximale Stackanzahl da, danke. Hier, 60 Stacks, okay. Hast du nicht gemerkt, dass ich hier reingerannt bin? Das wäre doch die ideale Idee, hier hinterher zu rennen. Okay. Bei einer Bastet, die kann natürlich zweimal springen. Da immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich. Sollten sie vielleicht mal zurücklocken, um ein bisschen zu töten. Retreat. No. Ja, nein, es gibt so eine Strategie, wenn man nur vorne steht, dann bleibt der Gegner die ganze Zeit im Phönix. Da warten wir eigentlich nur, bis der gegnerische Phönix komplett geheilt ist. Wenn wir immer nur vorne stehen.
Oder bis halt unser Mana aufgebraucht ist, was? Okay, ja. Gerade so sieht's aus, wenn der Hase das Paket übergibt. Man muss nicht stehen bleiben dafür. Das übergibt er auch, wenn man sich bewegt. Dann fliegt halt das Paket etwas länger. Ich hätte gerade damit echt gerechnet, dass sie ihre Ult durchschießt, nur um mich am Ende noch zu stunnen. Nein, nicht das. Hier. Warum machen sie genau jetzt einen Kill, wenn ich weg bin? Könntest du mir das erklären? Vielleicht hat er ja auch mal sein Ding jetzt eingesetzt. So. Pendants. Dann. Also okay, ich kann bei dem leider nicht angreifen. Kann man also nicht dann vielleicht. Good of Support, Damage 20% und das sind 20%. Ja, ist eigentlich das. Penetration kriege ich hier noch. Nicht, aber das Support-Dingens. Oder soll ich was anderes nehmen? Vielleicht ein Stun? Ja. Support kann man, glaube ich, mehr gebrauchen. Was steht hier eigentlich genau? Okay, steht nicht dran, das, was sie im letzten Update geändert haben. Über wann man rückporten kann und wann man nicht. Das heißt, rückporten, rückspringen kann. Wow, das hat mich jetzt erschreckt, dass der Dauer. Das war sowas von klar, aber. Schön, dass ich auch keine Minion Last Hits bekomme. Immer wieder schön anzuschauen. Ja, ich bin sogar höher als Joshua gerade mit Gold. Wird wahrscheinlich beim nächsten Kill. Nein, okay, ich hätte gar nicht so viel Kills, aber sie ist halt nicht gestorben. Mindestens zwei von seinen Kills können eigentlich mir. Ich weiß nämlich eher 4, ich 5 Kills. Also einmal mit Ulti und dann schön mit seiner Keule drauf und das war schon. Ja, gut, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ist jetzt Damage Buff, warum hat sie dann trotzdem so viel Mana? Vielleicht sollte ich mir auch Mana-Tränke kaufen mit Busted. Ich hasse es, Phönix zu belagern. Das ist einfach sinnlos. Aber zurückziehen wollen sie sich auch nicht. Ich müsste jetzt eigentlich. Ich finde. Man bräuchte jetzt ein Item, wo man 500 Stacks sammeln kann. Und jedes gibt. Keine Ahnung, 0,2 Magical Power. Jeder Stack. Attack! Das fände ich jetzt so richtig schön, weil ich dann jetzt gemütlich rumgehen könnte und Buffs farmen könnte. Ja, das ist jetzt Zeitspiel. Natürlich eine lange Aufnahme, ich kann viel reden, aber wäre vielleicht sinnvoll, mal zurückzugehen. Das und das ist schon fast das gleiche und hier haben sie es wieder gedreht, die beiden. Wurscht. Consumables, die bunten Pillen. Bunten Gummibärchen. Und der ist auch. Komm, jetzt machen sie mal eine Auswahl, die Gegner. Und ich hole mir Mana, weil ich bin stark mit meinen ganzen Tränken etc. Attack, attack. Ist auch eh langweilig, wenn wir nur belagern da vorne. Stirbt mal die eine oder andere Schauschau. Weg. Oder mal ein paar Kassurer, wenn er nicht aufpasst, aber. Ja, ihr habt gesehen, dass ich zurück bin. Ich habe ein automatisches Voice-Kommando, dass ich, sobald ich mich zurückziehe, gesagt wird, dass ich nicht zurückgehe. Ich war hinten, hab
Buffs gefarmt und... Wenn ihr auch unbedingt anfangen müsst, wenn ich nicht da bin. Ja, warum hast du sie nicht ausgenutzt? Ehrlich. Hat doch sonst deinen super awesome Triple Kill schon geschafft. Was hat der jetzt für ein Problem? Guck dich mal wieder, Jungchen. Nur weil deine Freundin gerade drauf gegangen ist. So, und jetzt kann man wieder gescheit kämpfen, weil man jetzt ganken kann. Ist ja eh eigentlich Schwachsinn, wenn man die ganze Zeit nur da ist und ja. Ein Phönix zu Tower, da, ja, da eben tauchen, ist eine blöde Idee. Ganz einfach, weil man da nirgends hinkommt. Da sind die. Hä, wo war Hades gerade? Ob ich noch irgendwie finde, Bakasura. Nein, schade. Der ist da hinten. Ja, immer dort, wo ich nicht bin. Da, reg dich ab, Frau. Du bist nicht in dem Teamfight draufgegangen diesmal. Du bist. Leute, unsere Waffen durch die Gegend. Nein! Schade. Ich hab. Ja, Bakasura war da. Sonst hätte ich es geschafft mit dem Leistung. Ja, willst du das wirklich machen? Du bist drauf. 100 Pro. Nein. Doch. Schafft? Nein, schaffen es leider nicht mehr. Doch, das schaffen sie noch. Ja, okay. Er schafft's. Mit Creeping Curse. Ja. Noch ein Trank jetzt. Reicht noch nicht für den zweiten Trank. Ich weiß, ich könnte mir jetzt den Eintrank kaufen, aber ich habe so die ungeschriebene Regel. Ich kaufe einfach den Buff nur, den Trank nur, wenn ich genügend Geld hätte, um mir beim sofortigen Tod die niedrigeren Buffs gleich wieder zu kaufen. Das heißt, weil wenn ich 3400 habe, hole ich mir dann den Damage Buff da. Wo geht der in Hades? Nein, sie sind alle noch da. Hades kommt. Oder auch nicht. Hades Bakasura, die wollen da irgendwie rüber. Oh, scheiße. Kurz nicht aufgepasst, schon ist hinter einem wer. Ja, müssen sie irgendwie rauslocken, weil ich muss in den Nahkampf. Nein, ich kann nicht angreifen. Oh. Warum bin ich jetzt noch gestorben? Schade. Irgendein Grund. Ja, die ist halt da, aber die haben einen vollen Phönix.
Und zwei Leute, die fast tot sind, haben wir. Und einer, der tot ist. Ja, das ist... Ja, die Vorteile daran, wenn man einen voll lebenden Phönix taucht. Mich war schon das Team. Die werden jetzt wieder sowas und rumflamen, aber... Hier eine begründete Stellungnahme, warum es nicht meine Schuld ist, dass die vorhin in den beiden Teamfights oder einem Teamfight und einem etwas ja halbwegs geglückten Gank, warum sie es nicht geschafft haben. Ja. Wenigstens das. Ja, furchtbar stolz drauf. Muss ich echt sagen. Der Typ. Ja. Der Typ hat auch kein übertriebenes Ego. Ja. Endlich, Gottlieben 9. Ich würde sagen, das war's für heute und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.